Die Wirtschaftsmesse Hannover erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hier in der HDI Arena hat sich die regionale Mittelstandsmesse, die auf Initiative der Wirtschaftsförderung Hannover zustande gekommen ist, inzwischen zu einem Treffpunkt für Netzwerke aus der ganzen Region entwickelt. Wir treffen hier auch zwei Eifelder Unternehmen. Eins davon ist die Firma Duo Werbung. Deren Chef, Eckhard Deiters, fragen wir zunächst, was Duo Werbung eigentlich macht. Oh, Duo macht ganz viel. Wir bringen die Werbung zu den Leuten in ihren Haushalt. Wir bringen Zeitungen in den Haushalt. Wir machen Sonderwerbefirmen, organisieren, planen und machen eigentlich alles für die großen Agenturen und Discounter. 20 festangestellte Mitarbeiter und etwa 2.500 Zusteller bringen die Werbebotschaften an den Mann bzw. an den Briefkasten, wie Verkaufsleiter Jens Waag erklärt. Wir verteilen alles, was in den Briefkasten passt. Ob das ein normaler Flyer ist, ob das ein Prospekt ist, ob das ein Katalog ist. Selbst wie Sie sehen, Telefonbücher verteilen wir. Es muss briefkastenfreundlich sein und erreichen jeden Privathaushalt damit. Hat sich denn trotz der ganzen elektronischen Medien die klassische Verteilung geändert? Hat sich da was getan? Ich bin jetzt 19 Jahre in der Branche. Es hieß vor 10 Jahren, oh weia, jetzt kommt das Internet. Es hat uns nicht wehgetan. Im Gegenteil, die Prospektverteilung oder die Postwurfsendungen, die heute immer noch erwartet werden, ist sogar um 36% gestiegen. Weil jeder Endverbraucher möchte heute was in der Hand haben und möchte nicht stundenlang ins Internet gehen, um sich Angebote anzugucken, sondern das möchte er beim Kaffee trinken in der Hand haben. Und das ist ein Volumen, was sich gesteigert hat, von fast über 35-36%. Wenn ich Ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte, Ja. Wie mache ich das? Ich rufe Sie an, wir kommen vorbei, wie geht das? Ich komme vorbei, das ist überhaupt kein Problem. Wir setzen uns zusammen, Sie sagen mir, was Sie vorhaben. Ich höre mir das an und sage, okay, es passt in dem Sinne, wenn Sie sagen, Sie möchten Flyer verteilen. Ich muss erst mal gucken, was sind Sie überhaupt für Dienstleister? Sind Sie ein Autohaus, der jetzt eine Broschüre rausgeben möchte? Oder sind Sie ein Autohaus, der jetzt eine Veranstaltung plant? Das stimmen wir zusammen ab. Wir gehen dabei, stellen das Verteilgebiet zusammen, wo der Kunde sich selber individuell die Gebiete raussuchen kann, die er eine Verteilung haben möchte. Dann bekommt er von mir die Zahlen, dann wird der Preis dann errechnet anhand des Gebietes, ob ich nun eins oder zwei Familienhäuser verteile oder ob ich wirklich Ballungsgebiete verteile. Und wir holen die Prospekte auch beim Kunden ab und bringen sie an dem Tag in die Verteilung, die der Kunde wünscht, von Montag bis Montag. Dass sich die Teilnahme an der Wirtschaftsmesse Hannover für Duo-Werbung gelohnt hat, kann Eckhard Deiters nur bestätigen. Wir haben heute Morgen einen Zulauf gehabt, der war Wahnsinn, und wir haben auch schon gute Abschlüsse gemacht. Es bringt hundertprozentig was, hier teilzunehmen. Auch Anke Höfer, Geschäftsführerin der Eifelder Firma Top Label, zeigt sich zuversichtlich auf die Frage, was sie sich von ihrer Teilnahme an der Wirtschaftsmesse Hannover verspricht. Also wir versprechen uns davon mindestens denselben Erfolg wie im letzten Jahr. Wir haben also auch wirklich Kunden hier aus dem Bereich, aus der Region Hannover generiert. Wir haben auch schon einige Kundenbeziehungen, die wir dadurch gefestigt haben. Bestes Beispiel sind hier halt unsere Produkte. Ja. Einer unserer Kunden, dem haben wir so vorgeschwärmt von der Messe, dass der heute hier auch ausstellt. Schön. Und das ist natürlich auch ein Erfolg. Und die Messe hat zugelegt gegenüber dem letzten Jahr, was natürlich für uns als Aussteller auch ganz wichtig ist, weil damit auch die Besucherzahlen und auch die Frequenz steigt. Und heute war der erste Tag. Wir sind bisher sehr zufrieden. Super. Jetzt ist ja so, einmal haben wir hier die Produkte von Top Label. Jetzt gibt es aber auch was ganz Neues, was sich hinter uns befindet, nämlich Tap Label. Was verbirgt sich denn hinter Tap Label? Tap Label ist die neue Marke von Top Label und ist eine Neuentwicklung. Wir bringen unser Produkt Etiketten mit NFC-Technologie zusammen, gemeinsam mit unserem Partner Johannes Roos, und werden nachher auch einen Vortrag darüber hören, der hier auch gelistet ist, für die Öffentlichkeit auch zugänglich ist. Und das besonders Spannende, wir haben das hier mal so ein bisschen plakativ entwickelt. Ja. Puffeleffekt. Oder die Frage ist, die Menschheit umtreibt, wie macht eigentlich das Zebra? Okay, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Hörnchen? Oder ein alter Bekannter? Das ist natürlich obercool und man fragt sich, wie funktioniert das? Also Sie haben jetzt eben das Handy vor das Tier gehalten und dann hat das Handy automatisch erkannt, was los ist. Das kann jetzt am besten Johannes erklären, der ist unser Fachmann für diese Technologie. Ja, dann begrüßen wir jetzt den Herrn Roos. Ja, ja, hallo. Herr Roos, Sie sind der Hüter des Geheimnisses. Wie funktioniert das? Ja, also im Prinzip ist, sag mal hier, wir haben einen Chip. Und dieser Chip ist ein NFC-Chip. Ja.
jedes moderne Telefon heute. Also NFC heißt nicht Nürnberger Fußballclub, sondern? Near Field Communication, Nahfeldkommunikation. Und wenn Sie heute ein modernes Handy haben, können diese Tags mit jedem Betriebssystem gelesen werden. Was hat diese Technologie im Bereich Etiketten, Etikettierung und diesen Dingen zu tun? Wo ist da die Schnittstelle? Nur der Chip alleine nützt auch nichts. Er muss ja irgendwie appliziert werden, sprich auf das Produkt oder auf das Plakat, auf das Schild, auf egal was immer auch durch NFC erklärt oder den Leuten nähergebracht werden soll, aufgebracht werden. Und da spielt das Etikett eine große Rolle und da ist natürlich wieder Top-Label gefragt. Sprich, wir spenden den Chip in das Etikett ein und verkleben dann das Etikett auf dem entsprechenden Produkt. Dieses hier ist eine sehr plakative Vorstellung, um das zu verdeutlichen. Angewandt wird das auf sehr hochwertigen, erklärungsbedürftigen Produkten, zum Beispiel pharmazeutischen Produkten, zum Beispiel Spritz- und Düngemitteln, Medikamente, Kosmetika. Heißt das, ich könnte mir, also es wird mir dann zum Beispiel vorgelesen, was da an Inhaltsstoffen drin ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau das. Also es geht ein bisschen zur Inklusion. Das heißt zum Beispiel, wir setzen das auch in Museen ein. Und die Leute bekommen dann an einem Objekt vorgelesen, was hinter dem Objekt sich befindet. Sie müssen nicht selber das vorlesen, sondern sie bekommen es vorgelesen in der jeweiligen Sprache. Also, sagen wir mal so, die Firma Top-Label liefert die Hardware, wir liefern die Software, alles zusammen wird dann ein Produkt, Top-Label. Die Wirtschaftsmesse Hannover ist also ein lohnendes Pflaster, auch für Eifelder Firmen.